Hi, ihr Lieben. Eigentlich habe ich jetzt gar nicht wirklich Zeit, um zu drehen, aber ich habe eben Ü-Post bekommen und zwar von meiner lieben Bianca. Ihr Kanal ist Pinky Rose Bianca. Den verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Ich muss euch das zeigen. Eigentlich wollte ich das Video später drehen und schon mal reinlucken, aber als ich das aufgemacht habe, ich bin jetzt schon sprachlos, weil sowas ist einfach unfassbar. Sie macht das mit so viel Hingabe und Liebe. Dieses hier mit Watte und überall sind so Schneeflöckchen und hier dieses schöne Tuch, sage ich jetzt mal. Und dann hat sie mir hier überall diese, ich zoome das mal ran, ich denke, das kann man gut erkennen, hat sie mir überall so silberne Sternchen mit rein. Das ist ja wohl der Hammer. Ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie rausfriemeln soll. Man möchte es auch nicht zerstören. Auf jeden Fall bin ich sprachlos und weil ich so neugierig bin und reingucken möchte, dachte ich, okay, mache ich das Video eben schnell, obwohl wenig Zeit. Und deswegen fangen wir direkt an. Also es ist so, so, so Wahnsinn. Das möchte man, wie gesagt, auch nicht kaputt machen. Und da sind, wie gesagt, ja auch die ganzen Sternchen drauf. Das möchte man jetzt auch nicht überall rumfliegen haben. Das werde ich mir dann alles zurecht friemeln später und natürlich verstauen. Aber ja, es ist ein kurzes Gefummel. Man möchte es ja nicht einfach so reingrapschen und raus. Es ist so, so schön. Schaut euch das an, wirklich mit so viel Liebe. Du bist der Hammer. Sie hat für mich sowieso das Megatalent. Sie kann irgendwie alles. Total das Dekorationstalent und ja, einfach klasse. So, da weiß ich nicht wegen dem Brief. Ich halte sowas ganz gerne lieber privat. Und ich lese es mal eben. Und ja, wie gesagt, das ist, da steht nicht viel, aber ich möchte es, wie gesagt, privat halten. Auf jeden Fall macht sie das immer sehr schön. Hier so auch schön. Ich weiß gar nicht. Das ist total schönes Papier. Ja, und ihr seht, es geht weiter mit dieser tollen Deko. Es ist so, so Wahnsinn. Hier sind noch solche Sternchen, die ich natürlich auch so wunderbar gebrauchen kann. Da freue ich mich. Die werde ich natürlich nutzen. Die sind ja wirklich mal richtig klasse. So, und dann geht auch schon das Ganze los. Und zwar mit einem Pocket Letter. Und da freue ich mich total. Und auch hier mit so viel Liebe gemacht. Die Verpackung schon. Ich kriege sowas gar nicht hin, ja. Also muss ich ehrlich sagen. Das ist so, so toll. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht hat, auch mit diesem Tuch irgendwie. Das machen wir zum Schluss. Ein Mini-Pocket Letter. Wow, das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Da bin ich ja gespannt. Da schaue ich dann auch rein. Und hier gucke ich mal nach den ganz tollen, mega tollen Sachen. Sie wollte mir nämlich eine Ü-Post machen. Und ich sehe schon, da sind wirklich mega tolle Sachen drin. Eigentlich wollten wir ja nur Pocket Letter und eigentlich sollte sie mir gar nichts schicken. Ich wollte ihr ein Ü-Pocket Letter schicken, hatte ihr aber auch ein paar Sachen mit reingelegt. Ja, und nun kriege ich wieder sowas Tolles hier. Und zwar habe ich einmal dieses Tape von Action. Finde ich schön mit diesen Schleifen. Das habe ich auch noch nicht. Und ich mache das mal anders. Der Karton stört nämlich auf dem Tisch. Ich packe das mal weg. Und wir legen los. Ich zeige euch die Sachen im Einzelnen. Das ist immer am allerbesten. Und dafür gehen wir mal hinunter. So, so, viel besser. Da haben wir einmal diese Tapes. Da haben wir schon die Watte. Ja, jetzt bin ich hier gerade dran gekommen. Vielleicht doch mal ein bisschen höher. So, dann sehe ich hier auf einen Schlag ganz viel Tee. Was mich auch freut, ich bin Teetrinker. Da habe ich hier türkische Apfel aus Friesenteebeutel. Kenne ich nicht. Mal schauen, wie das schmeckt. Ich habe immer so diese Standard-Tees. Erkältungstee geht immer. Das ist natürlich cool. Dann habe ich hier auch ganz viele Gummibärchen. Tada! Gummibärchen gehen sowieso immer. Viele machen die auch in die Pocket Letter rein. Ich eigentlich weniger. Dann habe ich hier auch noch mal Tee. Und wow,
Das hat sie mir ja auch so mit reingemacht, dieses, das ist so, das muss ich mir nachher zurechtpopeln, weil das möchte ich aufheben. Richtig schön. Und hier habe ich nochmal Tee gefunden. Glitzer. Ja, hier habe ich einen Fläschchen Glitzer. Ich liebe die. Ich nutze sie zurzeit sehr viel für Pocketblätter. Und ich mache jetzt auch Karten selber. Da weigere ich mich noch so ein bisschen Glitter zu benutzen, weil ja, die Karten werden angefasst, wenn ich die verschicke und wird reingeguckt und ich möchte nicht, dass derjenige lauter Glitter an den Händen hat. Im Pocketletter macht sich das besser, weil die Kärtchen in der Hülle bleiben. Und von dem her, ja. So, dann geht's mal weiter. Und zwar habe ich hier so schöne Sachen. Diese Mini-Tum-Duschgel, ich habe auch schon mal von ihr eine große gehabt. Also das war ein Wanderpaket. Ich habe hinterher erfahren, dass es von ihr war. Das habe ich mir auch rausgesucht. Und das ist hier Strawberry. Richtig geil. Ja, super. Und hier kommt ja mal die Obergranate. Was ist das dann? Das ist ja toll. Das ist Bodylotion. Passionsfrucht ist das. Riecht sehr gut. Ich bin sowieso ein kleiner Geruchsfetti. Irgendwie finde ich fast alles gut, was gut riecht. Ja. Oh, das ist ja mal geil. Dazu gibt es ein Bodylotion-Spray. Das kenne ich ja gar nicht. Bodylotion-Spray. Ich dachte, das ist Bodyspray. Also so Körperspray. Aha. Aber das ist Bodylotion-Spray. Das muss ich mir nachher mal angucken. Da bin ich sehr gespannt. Klingt interessant. Oh, wie süß. Das hat sie, glaube ich, mit Washi selbst gemacht. Da ist überall Watte dran. Hier habe ich Kerze. Das ist super. Die kann dann nachher hier gleich rein. Meine ist nämlich abgebrannt, glaube ich. Genau. Kann ich die nachher gleich hier reinmachen. Ich habe abends immer mein Kerzchen an. Überall Watte. Mir juckt schon die Nase. Oh, wie toll. Nagellack. Ganz geile Farbe. Leider kommt es in dem Video jetzt gar nicht so rüber. Ich weiß gar nicht warum, weil das Licht ist eigentlich noch relativ gut. Es ist Nachmittag. Von Uma. Oder UMA. Keine Ahnung. Und die Farbe ist richtig geil. Das ist ein richtig schönes, kräftiges Pink. Und jetzt finde ich hier noch zwei solche Steinchen. Auch schön aus. Die kann ich mir vielleicht hier mit auf meine Deko ins Wohnzimmer packen. Hier auf mein Tablett, was ich auf dem Tisch zu stehen habe. Oh, das ist ja toll. Das ist richtig toll. Das habe ich auch noch nicht. Das habe ich auch nicht, aber in Pink habe ich natürlich auch Nagellack. Aber es gibt ja auch verschiedene Pinktöne. Das ist richtig geil. Ich mag ja sowas total. Das werde ich glatt mal ausprobieren. Vielleicht mache ich mir das mal auf die Finger. Ich wollte irgendwie die ganzen Tage schon mal längst meine Fingernägel lackiert haben. Mache ich nicht so gerne, weil das ist nach ein, zwei Tagen abgeblättert und dann sieht das assi aus. Und dann muss man sich das komplett abmachen, weil mit abgeblättert rumlaufen sieht total assi aus, finde ich. Hier habe ich nochmal solche Steinchen. Ja, ich glaube, die mache ich mir auf mein Tablett. Wenn sie mir denn nicht gerade runterfallen. Das ist auch immer eng, wenn man hier filmt und die Kamera vor der Nase steht. Und da ist wieder was von Action, was mich sehr freut. Die habe ich noch nicht und ich stehe total auf Charms. Leute, ich liebe Charms. Ich bestelle mir auch immer Charms von Doreen Beats. Da gibt es super viel Auswahl und super geil. Und ich habe so viele, aber ich kann nicht genug haben, weil ich mache ja selber Anhängerchen. Und da sind auch sehr schöne bei. Gefällt mir sehr gut. Ja, mal einen kleinen Pinguin. Niedlich. Schon so ein bisschen weihnachtlich angehaucht. Ja, sehr, sehr schön. Charms, da freue ich mich immer total. Und dann haben wir hier, ich muss mich hier mal so durchbohren, weil da so viel Watte ist. Ich liebe 3D-Sticker. Und überhaupt, Leute, ich liebe Action. Ich habe leider keinen in Berlin. Und deswegen freue ich mich immer umso mehr, wenn ich was von der Bianca bekomme. Und ja, 3D-Sticker finde ich ja total geil zur Zeit. Da geht nichts drüber,
weil ich die super verwenden kann für meine Pocketblätter. Und dann habe ich hier was ganz Tolles bekommen. Ich glaube, das ist Papier. Und das sieht schön aus, denn das ist Weihnachtspapier. Oh. Und ich bin so, so froh, denn das ist dick. Das ist dickes Papier. Oh, da freue ich mich total. Denn ich habe mir neulich auch von Action bei jemandem aus der Facebook-Gruppe habe ich mir Motivblöcke bestellt. 6 Stück auch. Da waren 3 Weihnachtsblöcke bei und 3 normale. Und ich war total enttäuscht, weil es waren nur 15 mal 15 Blöcke. Was ja auch noch nicht schlimm wäre, aber das Papier war mega dünn, ganz normales Papier. Und damit kann ich nichts anfangen. Und das hier ist richtig toll. Das ist nämlich richtig schön, eben was ich auch dann verwenden kann für meine Pocketblätter und so. Also eben ein bisschen was dicker. Und das, was ich da bekommen habe, war eben einfach ganz dünnes Papier. Ja, so ein Papier hier wie so ein Briefumschlagpapier. Ja, sehr schön, da freue ich mich total. Denn so habe ich jetzt auch weihnachtliche Motive, was mich sehr freut. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Und zwar, hier liegen die Sternchen überall, habe ich hier noch so einen kleinen Umschlag gefunden. Da schaue ich doch mal, was da drin ist. Weil ich gerade das Tütchen so sehe. Ich habe mir heute bei Doreen Beads Tütchen bestellt. Wenn ich meinen Schmuck verschicke oder so, meine Anhängerchen, die sind so toll, die Tütchen. Da freue ich mich total, wenn die kommen. Oh, das macht ja total was aus. Oder macht ja was her, wenn man so schöne Tütchen hat. Oh, was ist das denn? Das sieht ja, oh, ich liebe ja Schlüssel und Schloss und sowas alles. Ich glaube, das ist ein langes Kettchen. Das muss ich mir dann gleich zurechtfriemeln. Die werde ich mir dann auch kürzen. Weil ich mag das am Hals kürzer. Ich mag nicht ganz so lange Ketten. Das sieht richtig toll aus. Und die kann man gut kürzen, sehe ich. Wunderschön. Richtig geil. Richtig geil. Schloss und Schlüssel. Liebe ich. So, das war das. Und jetzt wollen wir dann auch zum Pocketletter kommen. Da werde ich aber jetzt kurz mal eine Pause drücken hier und das alles wegpacken, damit ich hier Platz habe. Bis gleich. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo ich Pause drücke. Weil wenn ich das abbreche, jetzt ist ja auch Kacke. Ah ja, ich hab's. So, weiter geht's mit dem Mini-Pocketletter. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nie was von Mini-Pocketlettern gehört. Und es ist gut verpackt, sodass ich, glaube ich, nochmal in die Pause muss. Weil ich möchte nicht ewig hier rumfriemeln. Das ist dann immer blöd, wenn man filmt und derjenige erstmal 3 Stunden braucht. Deswegen mache ich mal kurz Pause. So, ich habe es aufbekommen und das ist ja wohl mal zauberhaft. Das ist ja mal eine tolle Idee. Das finde ich richtig geil. Süße, du bist echt der Knaller. Die Idee ist alleine schon wieder der Hammer, dass ich auch wieder Bock habe. Oh ja, ich will auch Mini-Pocket-Letter machen. Die sind ja niedlich. Ja, ich denke, du hast einfach die Hüllen zerschnitten, dass du 4 Täschchen hast. Oh, wie süß. Und dann sind da so Weihnachtskärtchen drin. Das ist ja toll. Das ist ja niedlich. Hammer. Und dann diese tollen Sachen hier, die finde ich richtig schön. Ich weiß gar nicht, ob man den Pocketletter jetzt auch öffnen kann. Das ist so schön. Ich finde es so, wie es ist, total geil. Ich glaube, das möchte ich gar nicht aufmachen. Das könnte man sich echt, das muss ich mir echt irgendwo jetzt zur Weihnachtszeit irgendwie hinstellen, hinhängen. Keine Ahnung, ich finde es so schön, so wie es ist. Auch so mit der Deko hinten. Richtig geil. Ganz tolle Idee. Das ist ja fast wie so Schüttelkarten. Ist das toll. Also das gefällt mir sehr gut, Süße. Also ja, was soll ich da noch sagen? Total Talent. Ich glaube, das kann man tatsächlich aufmachen. Genau, es ist einfach abgeklebt, aber ich finde das so, wie es ist, total geil. Richtig tolle Idee. Da muss ich dich gleich anschreiben und du musst mir später verraten, wie du das gemacht hast. Aber ich denke, du hast die Hüllen einfach irgendwie zerschnitten. Auch
so mit den Kärtchen, das passt hier genau rein. Oh, ist das süß. Also richtig zauberhaft, richtig toll. Und jetzt kommen wir zum großen Pocket Letter. Ich habe noch 5 Minuten. Ey, Quatsch, was erzähle ich dann? Ich filme doch mit Handy, da habe ich ja gar kein Zeitlimit. Ich bin vielleicht dusselig. So, das kann man hier super rein, rausschieben, was mir immer sehr gut gefällt. Da muss ich nichts kaputt machen, das hebe ich natürlich auf. Oh, ich glaube, ich habe ein Weihnachts-Pocketletter. Ich habe nämlich noch gar kein. Oh, ein Weihnachts-Pocketletter. Ich freue mich. Das ist nämlich mein allererster für dieses Jahr. Ich meine, gut, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Aber jetzt fange ich auch langsam an. Ich möchte jetzt demnächst auch Weihnachts-Pocketletter basteln. Ich denke, jetzt kann man langsam anfangen. Das gefällt mir total gut. Das ist hier so Draht, das kann man gut biegen. Ja, und so sieht der Pocketletter aus, meine Lieben. Totaler Hammer. Das ist toll. Ich glaube, die hatte ich auch gesehen. Und tatsächlich, ich glaube, das waren so Wandbilder oder so stand da. Die habe ich auch gesehen. Bei Teddy, glaube ich. Und da hatte ich tatsächlich auch überlegt, kann man damit vielleicht was machen? Ja, kann man, wie man sieht. Richtig toll. Mein erster Weihnachtsletter. Ja, und zur Weihnachtszeit werde ich mir den irgendwo wirklich hinhängen, weil ich den so klasse finde und das passt wunderbar zur Weihnachtsdeko. Ja, ich finde den sehr schön. Schön beglittert. Glitter geht immer. Hier so in Silber schön. Also der ist so in Silber-Weiß gehalten. Das Motivpapier finde ich auch total geil. Ja, richtig klasse. Der Letter gefällt mir. Und ja, da freue ich mich total. Und ja, meine Liebe, da sind wir jetzt auch am Schluss. Ich bedanke mich ganz doll bei dir. Ich freue mich total über deine Post. Mega, mega geil. Richtig viele Sachen. Die anderen habe ich jetzt schon weggeräumt. Und ja, ich denke, bis zur nächsten Post. Du wirst bestimmt mal wieder ein Ü-Letter von mir bekommen. Ja, meine Lieben, alle anderen, ich bedanke mich fürs Schauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!